Weil wir haben ja wieder Starbound am Starten. Da ändert sich direkt meine Stimme, wenn ich irgendwas sage ins Mikrofon, wenn die Kamera läuft. Oder so ähnlich. Glocker, nachträglich frohe Weihnachten. Ja, fröhliche Ostereier und was sonst noch alles kommt. Genau. Ich wünsche dir ein frohes Kommerzfest. Ich wünsche dir, ach nee, es war ja schon. Ja, es kommt das nächste dann irgendwann. Das ist jetzt der Angry Koala Patch, war das hier, ne? Ja, genau. Die Add-ons habe ich ja immer noch drauf, die hast du auch noch drauf, die mussten auch nicht geupdatet werden, was super ist. Und ich habe jetzt durch das Universum, was ich getötet habe, ich habe das Universum getötet, endlich mal den Skin meines Schiffs. Also ich habe jetzt hier, du kannst ja mal rüberkommen, du kannst da ja immer wieder rüber jumpen, weißt ja. Mhm. Und kannst dir mein neues Zuhause angucken. Wobei ich hoffe, das geht bei dir überhaupt, weil ich habe, glaube ich, stimmt, das könnte das Problem führen. Das ist ja ein Skin, der ist ja nur auf meinem Rechner. Oder siehst du, achso, ich hoste, dann könntest du vielleicht doch sehen. Ich weiß gar nicht. Das große, dass man hier so hochhüpfen kann und so? Ja. Das ist ja witzig, dass das doch geht. Es leckt zwar etwas, aber es geht. Ja, das ist ja das allgemeine Problem. Sie haben ja jetzt tatsächlich endlich offiziell Server gehostet, ne? Man kann es anbieten für 6,99 €. Ja. Hey, für einen Starbound-Server im Monat. Du mich auch. Euro für den kleinsten Server. Das kannst du mal direkt knicken. Ja, der Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt extrem viel Kram habe. Habe ich den eigentlich auch noch im Schiff drin? Warte mal. Das heißt, also ich sehe zwar so deine Struktur, aber es fehlen einige Texturen. Ja, wahrscheinlich, weil du nicht das Zeug hast dafür. Genau, richtig, richtig. Es fehlen die Triebwerke unten, es fehlt eigentlich alles drumherum, außer... Ja, dann hast du... Und ich bin mal gespannt, ob ich, wenn ich jetzt durch die Tür... Ach, ich kann durch die Tür gar nicht durchlaufen, oder? Doch, oder? Doch, das müsste gehen, okay. Das ist noch das Original. Die Sache ist die, dann bräuchtest du das Skin noch von den Raumschiffen und ich bräuchte, wenn du deins mal änderst, auch deins. Die sind halt auf Nexus-Mod, kann man das einfach runterladen. Es ist echt nur eine Grafik, mehr ist es nicht. Und du musst natürlich dann eine neue Welt, also ein neues Universum anfangen, aber dann hast du es hier schon. Ist halt cool, man kann hier halt viel mehr storagen, hier kommen dann ganzen Kisten und so hin. Ja, das ist auf jeden Fall das. Jetzt haben sie ja, was haben sie alles eingebaut? Wettersysteme und so weiter? Da gehe ich mal runter. Wettersystem, Gravitation ist echt? Kann unterschiedlich sein. Ach echt? Hab ich gemerkt, als ich hab mal vorhin ein bisschen Probe gespielt. Ja, man fliegt langsamer runter auf dem Boden. Ich seh's schon. Und man springt viel höher. Also ich bin vorhin wirklich hier halb in den Himmel hochgesprungen. Ja, ja. Wenn ich jetzt einen Doppelsprung mache und ich schwebe jetzt quasi richtig schön gesanft auf dem Boden runter, das ist richtig cool. Mhm. Ich bin jetzt auch eher der... muss man sich aber echt erstmal dran gewöhnen wieder hier. Ich habe natürlich jetzt durch den kleinen Trick, dass man nur seine Welt platt machen muss, entsprechend... Ich habe leider Gottes vorher nicht die ganzen Sachen aus dem Tool mitgenommen. Das heißt, die Welt ist leider weg, obwohl ich die Welt gesichert hatte. Da komme ich nicht mehr drauf. Halb so wild. Aber sie haben ja viel geändert und ich möchte gerne eher jetzt auf Erkundungstour gehen und das Raumschiff ausstatten, anstatt hier unten noch eine Basis zu bauen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ganz, ganz viel Holz mitnehmen, weil Holz ist ja gleich Holzkohle mittlerweile. Dass wir ein bisschen rumreisen können und gucken können. Bist du damit einverstanden? Ich merke gerade auch, dass der Sound in-game, glaube ich, gerade wieder sich ein bisschen... Nee, ist eigentlich... Eigentlich müsste es okay sein bei mir. Na egal. Ah, das Kohle, den nehmen wir gleich mal mit. Ganz schnell, weil Triebwerk muss ja, mein Benzin muss ja voll gemacht werden. Und wenn es dir nichts ausmachen würde, kannst du ja jederzeit wieder einsteigen. Ich mache jetzt erstmal hier den Vormann. Vielleicht gehst du wirklich mal auf Nexus Mods. Und holst dir kurz die Avian. Also meine Rasse heißt ja Avian. Weil Vögelchen und so. Die genau. Avian-Gedöns-Map. Quatsch hier, wie heißt es doch gleich wieder? Du weißt, was ich meine. Das Raumschiff, genau. Du kannst auch gerne deins nehmen oder so. Du kannst mir das nochmal bei Gelegenheit geben. Ich hab das Gefühl, der Sound ist lauter geworden. Aber vielleicht liegt es auch nur einfach an. Ich habe meine Musik auf 5 gehabt, mal trotzdem laut. Oh. Warte mal, Option. Okay. Soll ich das gleich kurz machen? Das wäre super, dann siehst du ja wenigstens noch alles. Ich mach mal SFX auch auf 5. Sonst haust mir nämlich echt die Ohren weg. Mal eben. Und wie gesagt, ich klopfe jetzt einfach. Hier sind neue Monster, habe ich auch das Gefühl. Die sind auch ein bisschen deutlich anders. Beim Holzfällen kriegst du auch ganz viele Saaten, ganz komische. Genau, das sind so kleine Gläser, wo dann ein Setzling drunter versteckt ist. Und dann hältst du auf dem Boden und wächst ein neues Bäumchen irgendwann. Ach ja, richtig, Baum nachwachsen, wo wir immer drüber gelästert haben, dass das nicht gehen würde. Genau.
Das war ja das. Das Coole ist halt, ich habe meine Rüstung noch an und habe auch meine Diamanten-Pickaxe hier mittlerweile. Die habe ich natürlich behalten dadurch. Was mir von den Jungs von Chucklefish richtig gefällt, die implementieren sehr, sehr viele Mods sozusagen von der Community. Ja, also sie übernehmen die Ideen zumindest. Ja, genau, genau. Und auch dann halt in den hier nach dem Mod von bla bla bla. Also vor allem auch sie nennen es also auch von wegen, okay. Das ist natürlich sehr cool. Ja, ich sag ja, die sind sehr community-bezogen, die Jungs. Du suchst mal eben. Das macht halt auch einen unglaublichen, wissen wir ja mittlerweile schon seit jetzt einer Weile, sag ich mal, bei den Spielen, die im Indie-Bereich sind oder auch Chris Roberts, der nach wenigen Zeiten mit aus der Versenkung aufgetaucht ist, dass Transparenz einfach das Beste ist. Du musst, ich habe es ja als Community-Manager oder ehemaliger Community-Manager auch lange lernen müssen, dass das Offene mit den Jungs und Mädels reden, logischerweise, ohne aber die hundertprozentige Zusage zu geben, so, hey, wir können natürlich nicht eines einbauen, wir können nicht alles das machen, was ihr euch wünscht. Allerdings ist es unheimlich wichtig, wenn ihr uns die Sachen gebt, dass es Sachen sind, an die wir vielleicht nicht denken, dass das mehr Sinn macht oder man es halt in Erwägung zieht, sprich mit einfließen lässt, nennen wir das immer. Und das machen die bei DayZ, hier machen sie es ganz gut. Und halt, ja, Chris Roberts, ne? Wenn die großen Publisher das wieder machen würden, wäre das echt cool. Blizzard fängt auch damit an mittlerweile, gerade jetzt mit Draenor. Da gehen sie sehr stark auf die Community auch mit ein und fragen auch offiziell nach, wird euch das besser gefallen oder das? Das ist halt so echt die Richtung. Jetzt noch eine Frage an dich. Da du ja einen neuen Charakter gebastelt hast, willst du mit deinem alten Charakter vielleicht doch nachkommen, jetzt wo du weißt, wie es geht? Weil ich hoste ja, ist ja egal, mit welchem du reingehst. Ich war mit meinem alten Charakter drin. Ach, das war der alte, bei mir? Old Pinky. Ja, genau. Bei mir ist es ja egal. Ich meine, du hostest Planet, ich bin einfach der Charakter. Ja. Super, alles gut, wunderbar. Dann bist du mich auch ein bisschen weiter ausgerüstet, wir müssen uns nicht Sorgen machen. Ich hatte am Schluss nämlich Gamma-Sektor sogar. Da gibt's Titanium und ganzen Kram. Und das bräuchte man eigentlich, um weiterzukommen. Deswegen versuche ich jetzt so schnell wie möglich mit dir dann die Prinzessin nochmal Platz zu machen. Hey, ich habe nämlich noch welche dabei. Hier sind Drachen. Die machen wir dann gleich nochmal. Ich müsste theoretisch schon meine Quest nochmal. Ja, die lasse ich jetzt auch. Die ist gar nicht so wichtig. Oh, was ist das denn? Der Genki Gamma oder was ist das hier, was das hier ausspuckt? Oh mein Gott, ein pinkes Häschen. Ein pinkes Häschen. Ja, so ein bisschen zumindest. Ach ja. Oh, guck mal, eine Brücke. Das heißt, hier ist gleich noch irgendwas. Ich hatte ja gesehen, dass man neue Sachen herstellen kann. Das kann ich mal machen in der Zwischenzeit mit der Community. Klick. Das sind die Anfangssachen, sind die gleichen. Aber man kann jetzt Flaggen für die jeweilige Rasse herstellen. Mhm, genau, genau. Genau. Und... Die Musik ist ja echt saulaut. Also sorry, ich mach die jetzt aus. Dass man die nicht auf 2 oder so stellen kann. So. Ah, okay. Es sind diese Starliner, die du die Runde geladen hast. Ja, müssen es. Starliner, Human Starliner. Ja, das dürfte ja sein. Probier es aus, ob es auch was ändert. Muss ja nicht, aber dann hast du zumindest schon mal welche. Ich glaube sogar, dass ich nur den Avian habe, weil du kannst die auch einzeln runterladen. So. Genau, das sind einzelne Mods hier. Ja, für jede Rasse. Genau, genau. Genau. Ähnlich aus wie was sie auch geändert haben, du kannst ja Bandagen aus Pflanzendingern herstellen. Jetzt haben sie reingebaut, dass du aus diesen Pflanzendingern mit den Kosten von 50 Pixeln pro Stück Nano-Wrap-Bandages herstellen kannst. Von Anfang an schon, ohne dass du die Tech früher musstest du entdecken, jetzt kannst du sie herstellen. Die heilen natürlich mehr. Klar, gut, 35 mal 50 ist ganz schön teuer. Also rechnen wir mal vor, sind 350, sind mal, oh Gott. Aber dann hast du halt richtig dicke hier direkt mal 2000 Pixel ausgegeben. Aber jetzt habe ich halt Bandagen, die sehr viel schneller und sehr viel besser mich heilen. Oh, ich verhungere gerade, merke ich mal wieder. Und da ich mir leider mein ganzes Wochenende mein Fleisch müsste ich noch haben, ja. Ah, ich habe ein Fleisch noch. 79 Fleisch. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Und ich habe noch was rausgefunden. Herr Knorker, du hast doch oben deine Leiste, ne? Von 1 bis 10. Mhm. Und in der Mitte hast du das L und das R. Da kannst du auch Sachen reinziehen. Ja, genau. Ach, hast du schon rausgefunden. Ja, wenn du dann zum Beispiel 1 hast, ein Schwert drauf, drückst nochmal auf 1, dann kommst du auf den Gegenstand in der linken Maustaste. Also quasi kurz erklärt, damit es auch jeder mitbekommt, wenn ihr was anwählt oben, die 3 klicke ich jetzt mal an, das ist bei mir die Pickaxe, die ist natürlich jetzt ausgewählt. Klicke ich die weg, bin ich wieder automatisch auf der Axt, weil die auf L
linke Maustaste liegt und nämlich die R-Taste, da liegt ein Schild drauf, dann habe ich was zum Blocken. Das ist jetzt nicht so gut funktioniert aus irgendeinem Grund, aber normalerweise funktioniert es. Wahrscheinlich war gar kein. Nee, ist gar kein Schild momentan drin, aber da kann man ein Schild hinziehen, wenn man einen hätte. Das hat noch nicht so gut bei mir funktioniert, ich bin nicht so der gute Blocker. Oh nein, es ist dunkel geworden. Es ist gar dünkelig hier drin, hier drunten. Ein kurze Diamant. Frage nochmal, Mike. Ja, hau rein. Kannst du kurz nachschauen, wie dein Pfeil heißt für dein Schiff? Das ist, weil da gibt es nämlich jetzt zig verschiedene Schiffe hier. Avian muss es auf jeden Fall schon mal sein. Genau, ja. Und dann ist. Welche hast du denn? Lies mal kurz vor. Gibt der Webseite ist gerade super, super langsam. Meh, du, platt gemacht. Achso, ich wollte mich mal kurz heilen, um zu gucken, wie schnell es heilt. Ja doch, ich habe doch ein Schild drin. Warum kann ich den nicht mal anwenden? Das ist ja komisch. Aha, da muss ich also was für ausge... Achso, weil das ja... Stimmt ja, der Schild wird ja mit... klar, du brauchst eine Einhandwaffe, dann kannst du ein Schild auch mit dem R zusammen benutzen. Sonst geht's nicht, das war's, genau. Heißt, habe ich jetzt die 1 zum Beispiel angewählt, habe ich ja eine freie Hand, dann kann ich ein Schild auch benutzen und könnte mit der linken entsprechend auch noch was machen, aber das ist ja... Warte mal, die Axt ist, glaube ich, in einer Hand. Genau, jetzt habe ich hier die Axt in der Hand. Jetzt sieht man es sehr gut hier. Axt. Axt mehr Question. Mit der kann ich jetzt hier zum Beispiel hingehen und den Baum fällen. Und gleichzeitig dann, wenn was kommen sollte, kann ich hier, ja, schön. Talk to the shield, man. Talk to the shield. Und gleichzeitig klappen. Und schilden. Haha. Ha, ha. Ich gebe es dir, Baum. Also, Avian Cruiser Extended Update heißt das. Das könnte. Ja. Das hört sich gut an. So, probier ich einfach mal. Genau. Sehr cool, ich habe eine Ritterburg gefunden und du weißt ja, wir sind ja Ritterliebhaber. Ne? Das heißt, ich werde hier das Ding jetzt mal in der Zwischenzeit abbauen. Auch den Hintergrund und dann in der Zwischenzeit die Leute auch platt machen, weil die. Ich bin Stufe gedräufzig und die sind Stufe. Noob. Leck. Aber die greifen mich ja. Halt, who goes there? Das ist dein letztes Wort, was du jeweils sprechen wirst, mein Freund. Komm her. Flup. Haha, vergiftet. Flutsch. Hehe, an mir vorbeigeritten. Zack! Bam! Komm her, du. Zack, weg ist er. So, meine Freunde, Träufzig. Ach, das ist schlimm, wir haben ja mit Träufzig wieder angefangen. Mit was? Mit Träufzig. Da man keine genaue Zahl weiß, sagst du so. Nicht Träufzig. Träufzig? Was? Wie viele sind's denn? Ja, mindestens Träufzig. So, ballern war das. Das Schöne ist mit der Diamanten-Pickaxe, ein Diamant oder so, habe ich noch. Ich muss mal gucken. Ich hatte die Kisten voll mit Zeug und ich habe natürlich erst später das von Gnattel gelesen und dadurch ist das jetzt leider alles nicht mehr möglich. Schade. Ja, schade, Ade. Es ist halt, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich die Welt dort. Ich hab's ja. Nee, ich hab's ja nicht mehr. Aber mit der Pickaxe dauert das auch echt. Das ist echt super Hardcore-Zeug hier. Aber eigentlich brauche ich den ganzen Brickzeug, das Brickzeug eh nicht. Geh weg. Böser Ritter. So. Ich wollte nochmal wieder ein bisschen Kram mitnehmen hier zum Verzieren dann unten. Wenn ich Platz hätte in meinem Inventar. Nein. Was ist denn ein Todo? Was habe ich alles eingesammelt? Warum habe ich es eingesammelt? Ich habe Holiday Spirits? Ach ja, richtig. Ich war wieder stehen geblieben mit von wegen, was kann man herstellen und so weiter. Ach, ich lasse mir mal rausholen hier. Sekündchen. Mach ich noch kurz hier. So, klick. Also. Wir haben ja gesagt, ne, Fabrics und so weiter kann man herstellen. Da brauchen wir erstmal wieder diesen Fabric-Gedöns. Hier, wo ist er hin? Man kann jetzt auch Metalle direkt herstellen, kostet aber auch Pixel. Und auch verbesserten hier Tech-Block und so weiter und so fort für Hightech-Zeug. Wenn man es mag, kann man sich daraus direkt was Cooles bauen. Man ist ja ein Weltenbummler. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Ich persönlich bin da nicht so der Freund von. Aber man kann eine Toymakers-Table bauen. Und die baue ich jetzt mal. So. Da ich keinen Platz habe, ist er natürlich direkt auf den Boden gefallen. Ich Holzknödel. Das könnte ich mal kurz essen hier, glaube ich. Oder wegschmeißen, ist auch okay. So, wo ist es denn? Da ist es. Sonst kann man es da hinstellen. Zack, so. Sehr schön. Und da kann man... Nein, wir können Tannenbäume und so bauen. Oh, Knorker. Bist doch da. Tannenbäume. Ist ja schon ein bisschen zu spät für Tannenbäume. Nicht nur das. Ihr seht es ganz genau, was ich hier gerade mache. Und ich werde den Knorke damit einfach mal belästigen, wenn ich fertig bin. Was wird da jetzt wieder kommen? Oh. Ja, oh, passt schon ganz gut. Nur mit dem H davor? Oder wie? Ha
Wo bist du denn gerade? Ach, du bist noch nie mehr im Spiel. Ich muss dich wieder. Bist du wieder da Ja, eigentlich? nee, ich kämpfe mit Nexus gerade hier rum. Es ist Okay. alles gerade super, super langsam. Dann Aber jetzt habe kämpf. ich zumindest mal einen Pfeil, konnte ich es runterladen. Ich habe eine Tomate. Yay! Die Taschenlampe brauche ich eh nicht mehr. Die braucht kein Mensch, glaube ich, momentan. So, das große Türchen-Ding. Wir bauen ja eh erstmal keine Basen auf. Wir sind oben im Schiff dann unterwegs. Nehmen wir auch weg. Das ist ja saugeil. Ja, es ist ein bisschen spät, klar, aber hey, ohne Witz. Du kannst Geschenke herstellen, du kannst Candy Canes herstellen, du kannst ein Christmas Tree herstellen. Ah, das ist ja Wahnsinn. Du kannst große Schneeflocken für Ja, es hat es Dekoration. ja auch geschrieben, Tonne voll von Holiday-Items, also von Eine Weihnachtsgegenständen. Tonne ist Hat es untertrieben, das ist ja echt der geschrieben. Wahnsinn. Das ist schön, dass sie das gemacht haben. Ja, ohne Witz. Ich muss sagen, die normalen Tannenbäumchen würde ich sogar dann herstellen. Also ich nehme das Ding natürlich wieder mit, ist ja ganz klar, das kommt dann oben mit hin. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir mal kurz ein kleines Päuschen, bevor wir losgehen und dem Knorke noch mal kurz helfen. Bis gleich. Helfen, bis gleich.